warum bin ich halt so früh? Ja, wir sind heute bei wunderschönem Wetter. Ja, Regenwetter. Im 22. Bezirk, das hat einen besonderen Grund. Erstens einmal gibt es heute ein kleines Festl da. Ja, ein Muttertagsfest. So wie jedes Jahr im Café Wistl. Und ja, die Hütte füllt sich. Und wir präsentieren heute euer Werk, euer Video. Ja, das Video von Es wird alles gut. Wir hatten schon einmal das Vergnügen miteinander, dass wir das vorgestellt haben. Du warst sehr nett zu uns. Und wir finden es auch nicht sehr, sehr nett von dir, dass du uns bei der Videovorstellung hilfst. Mhm. Ohne den geht es nicht und das ist sehr wichtig und dafür sind wir auch sehr dankbar. Mache ich gerne, es ist ein ganz ein tolles Video, es ist ein ganz ein tolles Lied. Du hast es auch schon gesehen. Ja, genau, ich habe ja das Privileg gehabt. Ja. Und ich kann nur wirklich jeden raten, schaut es euch an, das ist wirklich ein cooles Video und wird demnächst um sein. Ja, sobald dieser Bericht ja im Fernsehen ist bei dir, dann ist auch das Video schon da. Gut. Wo kann man es sich wieder anschauen? Ja, dann gibt es auf die Plattformen so wie YouTube und so, dann wird es dort veröffentlicht. Halt, mhm. Ja. Wann machst du das nächste Video? Ich glaube, das nächste Video, die nächste Nummer, die wir machen, ist Schachertag. Das ist so ein bisschen ein spanisch angehauchter Schlager. Und den hat der Michi und ich haben beschlossen, dass wir ihn so in circa, also schon demnächst rauskriegen. Dass wir da anschließen können gleich an den doch immerhin Achtungserfolg, den wir gehabt haben in Deutschland. Da sind wir in einer Radiostation auf Platz Nummer 1 geworden. Und das war immerhin toll für uns. Und wir wollen gleich an das anschließen. Dann wollen wir noch eine dritte Single nachschießen, so bis in August, September. Und dann kommt parallel ein Weihnachtslied, was von uns gemacht wird. Und der Michi und ich wollen noch eine große CD machen, also mit 12 Titeln, wo wir unsere Lieder, die wir auch live spielen, nicht nur, aber halt auch die wir live spielen, präsentieren, wo die Leute es dann bei den Auftritten halt erwerben können und schauen können, was los ist. Ja. Genau, super. Fahrt wird euch nicht. Und die Latino-Schiene liegt euch ein bisschen, gell? Ja, also der Toni macht es ja schon seit Jahren. Ich habe mich da angeschlossen, also das passt ganz einfach zu uns. Mhm. Ja. Super. Und ein kleines Detail am Rande, das Interview, was wir gemacht haben, das haben sie sogar in die Stuttgarter Nachrichten gebracht. Ja, das habe ich überhaupt nicht geglaubt. Also, nein, aber es war wirklich arg, weil ich mir dachte, wie kommt das? Mhm. Ich habe mir gedacht, du hast Connections, das sind tolle. War das so? Nein, wir haben es einfach eingestellt. Wir sind im Netzwerk von Glomex und dadurch können okay. Sie dann andere Stationen nein, ich fand das total nett von denen. Also das war total easy. Auch bei dieser Radio-Hit-Parade haben sie ja gesagt, Toni Vegas und Michael Morgen, Duett-Ding. Und haben sie auch gesagt, nicht der deutsche Michael Morgen, sondern der aus Österreich und so. Also die haben das schon sehr klar definiert, wer wir sind, genau. Woher wir kommen. Und wir waren in 5 Wochen in der Platzierung, waren immer so auf zwischen 1 und 2. Und das ist tut natürlich auch gut, wenn man das hört ein bisschen. Ne? Ja. Und ich kann nur sagen, schaut euch das Video an, das ist wirklich cool geworden. Ich verrate jetzt nicht mehr, weil die Leute sollen ja auf dem Geschmack bleiben und euch wünsche noch einen ganz einen tollen Erfolg und dass es so weitergeht wie bis jetzt. Dankeschön, Robert. Danke. Dankeschön. Danke. Danke. Es wird alles gut, es wird alles gut.
irgendwann fängt jeder mal zu denken an. Es wird alles gut.